Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefanie Kratzer. Ich bin bei der TPG unter anderem für den Vertrieb von Planisware-Lösungen verantwortlich und freue mich sehr, Ihnen heute gemeinsam mit Önder Balas und Thomas Henkelmann unser Konzept TPG Quickstart für die Einführung von Planisware Orchestra vorstellen zu dürfen. Genau, erst geben wir Ihnen einen kleinen Überblick zu Planisware Orchestra im Allgemeinen und erläutern dann später, was unter dem Begriff TPG Quickstart für Planisware Orchestra zu verstehen ist, was da enthalten ist, und würden danach dann so eine gute halbe Stunde Zeit haben, Ihnen das System live und in Farbe zu zeigen in unserer Demo-Umgebung. Und dann im Anschluss würden wir noch so 5 bis 10 Minuten nutzen, um Ihnen das Implementierungskonzept zu erläutern und den Ablauf einer solchen Tool-Einführung zu beschreiben und natürlich dann auch noch einen Blick auf die damit verbundenen Kosten zu werfen. Dann beginnen wir auch schon mit einem Überblick zu Planisware Orchestra. Planisware Orchestra ist eine von 2 PPM-Lösungen aus dem Hause Planisware. Sie versteht sich als Turnkey PPM, also Projekt- und Portfolio-Management-Lösung für den Mittelstand, kann aber auch die Anforderungen großer Projektorganisationen bedienen bzw. erfüllen. Orchestra wird als Cloud-Plattform bzw. in einem SaaS-Modell angeboten und unterstützt alle Anforderungen an ein durchgängiges Projekt- und Portfolio-Management, begonnen bei der Planung Ihrer Projekte, über die Umsetzung und Verfolgung von Projektportfolios. Die Plattform wird in Planisware eigenen ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren betrieben. Das bedeutet, jetzt Sie als deutsche Kunden haben da auch die Sicherheit, dass Ihre Daten in deutschen Rechenzentren liegen, genauer gesagt hier am Standort München. Orchestra legt den Fokus sehr stark auf das Thema Kollaboration und Zusammenarbeit im Projekt und damit auf das Thema Informationsaustausch, Transparenz für alle Projektbeteiligten. Unterstützt wird dieser Anspruch durch zentrale Features, wie zum Beispiel eine zentrale Dokumentenablage, aber auch sogenannte Aktivitätenstreams. Das ist alles was, was wir uns später in der Demo dann genauer anschauen. Orchestra an sich bietet eine sehr moderne und klar strukturierte Benutzeroberfläche, was einen intuitiven Einstieg in die Lösung erlaubt und am Ende des Tages dann natürlich zu einer hohen Anwenderakzeptanz führt. Und durch diese intuitive Nutzung eignet sich die Lösung zum einen für PPM-Einsteiger, die da vielleicht bislang noch nicht mit komplexeren oder zentralen Umgebungen gearbeitet haben, sondern vielleicht Excel nur gewöhnt sind. Durch die vielfältigen Möglichkeiten ist es aber auch eine Lösung, die die Anforderungen von fortgeschrittenen Anwendern erfüllen kann. Orchestra wird weltweit bei über 250 Unternehmen eingesetzt und hat so in den letzten 2 Jahren sich auch ganz verstärkt im deutschsprachigen Raum etabliert. Das war es jetzt eigentlich schon so ein bisschen im Allgemeinen zu Orchestra. Im nächsten Schritt würde ich Ihnen gerne erklären, was sich denn jetzt hinter diesem Begriff oder hinter dieser Methodik Planisware Orchestra mit TPG Quickstart verbirgt. TPG Quickstart ist ein Implementierungskonzept, das einfach auf Basis unserer langjährigen Erfahrung bei der Implementierung von PPM-Lösungen entwickelt wurde. Das setzt einerseits darauf, dass wir bestimmte Funktionalitäten vorkonfiguriert mitliefern. Und da ist es so, dass wir die Anforderungen an den Aufbau einer solchen Lösung, die einfach immer wiederkehren, die wirklich jeder Kunde hat, dass wir die vorkonfiguriert bereitstellen. Und im Falle von Planisware Orchestra sind jetzt die folgenden Module enthalten in so einer Quickstart-Implementierung. Zum einen das Thema Ideen- und Maßnahmenmanagement. Das heißt, Sie haben hier die Funktionen, Ihre Ideen zentral erfassen zu lassen und die dann anhand definierter Analysekriterien zu bewerten, um die Kosten und den Nutzen aufzuzeigen und zu entscheiden, welche Ideen am Ende des Tages in Projekte umgesetzt werden, welche vielleicht in bestehenden Projekten als Teilprojekte oder Tasks aufgehen oder welche nicht umgesetzt werden. Des Weiteren haben Sie umfangreiche Möglichkeiten für die Budgetplanung und alle benötigten Funktionen für die Projekt- und Programmplanung. Bei der Projektplanung werden agile als auch klassische Planungsmethoden unterstützt. Das schauen wir uns nachher auch in der Demo an, selbstverständlich. Dann bringt die Lösung alles für die Ressourcenplanung mit, sei es generisch oder namentlich. Was ganz besonders schön unterstützt wird in dem Tool, ist dieser Ressourcenanfrage-Zusage-Prozess, der so zwischen dem Projektleiter und dem Ressourcenverantwortlichen stattfindet. Das ist sehr schön abgebildet, gucken wir uns nachher auch in der Demo an.
Dann haben Sie alle Möglichkeiten, Ihre Kosten detailliert zu erfassen und zu überwachen. Und wie eingangs schon gesagt, das Thema Projektkollaboration und Kommunikation wird durch zentrale Dokumentenablage, eine sehr detaillierte Projekthistorisierung und Aktivitätenstreams unterstützt. Sehen wir auch gleich alles im Live-System. Und dann kommt natürlich ein bunter Strauß an Berichten und Auswertungen mit, weil Ziel einer solchen Umgebung und der zentralen Datenhaltung ist ja am Ende des Tages, dass ich den aktuellen Status meiner Projekte und Portfolios jederzeit einsehen kann. Und hierfür haben wir eben viele Berichte und Dashboards, die auch für Sie individuell änderbar sind, um mit diesen Auswertungen dann am Ende des Tages auch meine zentrale Portfolioüberwachung und Steuerung durchführen zu können. Gut, neben dieser funktionalen Basis kombiniert Typical Quickstart zum einen generische Prozesse, aber auch Best Practices. Und das meint einfach unsere Erfahrung als PPM-Berater aus über 20 Jahren Implementierung von solchen Lösungen. Und diese Erfahrung lassen wir hinsichtlich Funktion, Prozess, aber auch Projektvorgehen in die Projekte einfließen, weil wir einfach genau wissen, was da Stolpersteine sein können, dass da gewisser Change in Ihrer Organisation auch vollzogen werden muss. Und dieses Wissen lassen wir eben im Rahmen der Projekte dann einfließen. Dann, was ich kurz gesagt hatte, was wirklich sehr schön ist bei Orchestrat, dass klassische, agile und hybride Planungsmethoden unterstützt werden, was natürlich dabei hilft, Anforderungen all Ihrer Unternehmensbereiche abzudecken. Das heißt, Ihre Softwareentwicklung, die es vielleicht gewohnt ist, eher agil zu planen, kann genauso bedient werden wie eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die lieber Stagegate unterstützt arbeiten möchte. Das Quickstart-Paket an sich enthält alles, was aus unserer Sicht für eine erfolgreiche Tool-Einführung benötigt wird. Es beginnt bei einem Anforderungsworkshop, wo wir das Basissystem gemeinsam besprechen, Ihre individuellen Anforderungen aufnehmen, wie beispielsweise Ihre Projektplanvorlage aufgebaut sein soll, wie Ihre ABS aussieht. Also da gibt es viele Themen, die natürlich immer kunden- und projektspezifisch sind. Die werden in so einem Workshop besprochen. Dann natürlich die eigentliche Implementierung der Lösung ist Bestandteil. Und dann nachgelagert auch ganz wichtig die Schulung Ihrer Mitarbeiter und ein kleines Kontingent an Beratungsleistungen bzw. Consulting für zum Beispiel die Umsetzung weiterer individueller Anpassungen oder auch einfach ein Coaching, das Sie noch benötigen. Basierend auf unserer Erfahrung bei der Umsetzung solcher Projekte können wir die benötigten Inhalte sehr genau einschätzen. Und das gibt uns hier auch die Möglichkeit, Ihnen das Ganze zum Festpreis anzubieten, was natürlich ein großer Vorteil ist, da man von vornherein weiß, dass hier die Projektkosten nicht aus dem Ruder laufen und so Ihr Risiko, das Budget zu überschreiten, minimiert wird. Dann, wie der Name schon sagt, großer Vorteil ist die schnelle Verfügbarkeit. Dadurch, dass wir eben auf ein vorkonfiguriertes System aufsetzen, dieses Projektvorgehen sehr klar definiert haben und den Umfang ganz genau kennen, können wir hier wirklich innerhalb von einer sehr kurzen Zeit Ihnen da ein System zur Verfügung stellen. Das ist der große Charme von dem Vorgehen. Das wäre es jetzt eigentlich an der Stelle. Also ich denke erstmal genug Theorie. Thomas Önner, möchtet ihr da noch was ergänzen? Sonst würde ich gerne an euch übergeben für die Live-Demo. Danke, Stefan. Ich denke, es wäre ganz interessant, die Funktionen mal zu sehen und das Quickstart-Konzept, also wie wir die Lösung einführen, werden wir ja dann im Anschluss noch präsentieren. Danke, Steffi, für die Präsentation. Jetzt werde ich mit dem Live-Demo anfangen. Und jetzt seht ihr eigentlich die Anmeldeseite von Planisphere Orchestra, die an TPG angepasst wurde. Aus einem Browser verwendet man eigentlich keine andere Software, um Projekte zu managen. Sie sehen dieses Logo, dieses Look and Feel, das eigentlich auch beim TPG Quickstart für den Kunden angepasst wird, also mit Logo und Wallpaper. Dann können wir uns jetzt anmelden. Und nachdem ich mich angemeldet habe, befinde ich mich jetzt im Homepage. Das ist eigentlich ein Homepage, wo der User die wichtigsten Informationen über seine Projekte und Aufgaben sehen kann. Es gibt eine breite Anzahl von Boxen, die eine bestimmte Information geben. Und diese Informationen sind über Projekte, Programme und Portfolios.
Ich habe das für das Demo so konfiguriert, dass 31 Teilnehmer. die Ohne Information uns. über Projekte, Programme und Portfolios der User sehen kann. In der zweiten Spalte sieht der User seine Aufgaben. Und in der dritten Spalte sieht er eigentlich, welche Ideen, Projektanträge, Probleme und Genehmigungen zu ihm zugeordnet sind und in seinen Projekten gibt. Diese Seite kann von jedem User individuell gestaltet werden. Auf das Look and Feel wird individuell angepasst. Damit meine ich dieses Logo, das Wallpaper und wenn man auf das Menü klickt, auch dieses. Es gibt jetzt bei Planisware Orchestra zwei Methoden, wie man ein Projekt erstellt. Man kann direkt ein Projekt erstellen, wenn man auf Projekt klickt, oder man kann aus einem Projektantrag ein Projekt erstellen. Ich meine mit Antrag Idee. Jetzt werde ich euch die zweite Variante zeigen. Zuerst gehen wir auf die Menüleiste und klicken auf Neu, wie ich jetzt gemacht habe. Und dann wählen wir Idee. Und dann öffnet sich und wir geben jetzt einen Dummy-Namen. Ich gebe jetzt einen englischen Namen, New Product Development. Und dann kann ich auch auswählen, zu welchem Typ mein Projekt gehört. Ich habe jetzt einen Kundenantrag jetzt ausgewählt. Diese Typen werden auch zusammen im TPG Quickstart mit den Kunden abgestimmt. Die Abteilung habe ich auch gewählt, Projekt Consulting, und dann klicke ich auf Create. Nachdem man eine Projektidee erstellt hat, kann man auch andere Felder wie zum Beispiel Nutzen und Kosten ausfüllen. Und das Wichtigste darauf ist eigentlich, wir können unsere Projektidee bewerten. Wie machen wir das? Wir klicken auf Strategic Alignment. Und da sehen wir vier Business Drivers, die eigentlich auch ein Bestandteil von TPG Quickstart Paket sind und mit dem Kunden zusammen definiert werden. Wir können einen Score, einen Punkt dafür geben mit vier höchstens und null das niedrigste. Ich werde jetzt Punkte teilen, also ganz auf normale Weise. Und wie ihr seht, wird dieser Wert dann automatisch auch berechnet. Also das vergewichtete Wert. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten hier. Ich kann meinen Projektantrag, das Projektidee für Überprüfung checken oder ein Projekt daraus direkt erstellen. Was ich machen werde, ich werde das zuerst zu jemandem zur Genehmigung senden. Das kann man variabel auswählen, wer das ist. Und nehme ich an, es ist geprüft und genehmigt und ich kann jetzt ein Projekt daraus erstellen. Na. In dem wirklichen Leben hätte man ja einen verteilten Arbeitsrhythmus dahinter. Das heißt, man kann verschiedene Personen und Rollen ja eintragen, um diese Genehmigungen durchzuführen. Ja, es kann zum Beispiel ein Überprüfer sein und ein Genehmiger sein. Es gibt verschiedene Rollen. Okay,
Nachdem wir die aus dem Idee ein Projekt erstellt haben, müssen wir jetzt einige Felder ausfüllen. Das sind die Projekteigenschaften. Zuerst wähle ich meine Projektvorlage. Im TPG Quickstart sind zwei Arten von Projektvorlagen enthalten. Eins ohne Projektplan und eins mit Projektplan, wo wir eigentlich die Projektvorlage von Kunden nehmen werden und in diese Projektvorlage integrieren. Ich habe jetzt die mit dem Projektplan ausgewählt. Man muss natürlich jetzt den Code wechseln und also den Code und den Projektnamen anpassen. Ich gebe so einen Dummy-Code und auch einen Namen. Wie ihr seht, weil es eigentlich von einer Vorlage kommt, hat sich das Start- und Enddatum sich angepasst. Ganz wichtig ist, wenn man ein Projekt erstellt, werden auch die Projekttypen automatisch ausgefüllt. Zu jeder Projektvorlage kann man einen Projekttyp auswählen und im TPG Quickstart sind standardmäßig zwei Projekttypen enthalten. Eins ohne Stage Gate und eins mit Stage Gate. Wir werden jetzt das mit Stage Gate sowieso auswählen, weil das in dieser PT2 Template enthalten ist, Vorlage enthalten ist. Wir können jetzt das auswählen und klicken wir auf Speichern. Und jetzt wird eigentlich mein Projekt erstellt. Wenn ein Projekt erstellt wird, landet man auf dieser Standardseite. Diese Seite beinhaltet von TPG erstellte Dashboards, verschiedene Tabs fürs Projekteigenschaften und Ressourcen und Terminplan. Und man kann auch hier, wenn man will, die Projekteigenschaften bearbeiten. Was ich machen werde, ich werde zuerst in meinem Gantt wechseln. Das ist unter Schedule. Und wenn man es öffnet, sehen wir eigentlich einen Gantt und die Projektvorlage, die jetzt angepasst wurde. Natürlich kann man auch diesen Plan bearbeiten und das werde ich auch machen. Ich nehme an, es gibt noch einen Vorgang, den ich bei Execution vergessen habe und ich werde da einen neuen Vorgang hinzufügen. Und das wird Testing heißen. Und jetzt muss ich die Vorgänge, die Verknüpfungen wieder erstellen. Also die Reihenfolge wird mit Software-Testing und Software-Validated sein. Da kann man mit diesen Ikonen das nach oben schieben. Und wir sehen auch, dass eigentlich diese Verbindung nicht mehr möglich ist. Die müssen wir jetzt canceln, diese Verknüpfung. Und die Verknüpfung zwischen Develop Software und Testing erstellen. Und das machen wir so einfach, intuitiv. Also Ende Startbeziehung. Und dann haben wir die Beziehung erstellt. Nicht zu vergessen ist, nachdem wir das gemacht haben, müssen wir jetzt unser Projekt speichern, also unseren Gantt-Plan speichern. Dann, nachdem wir es gespeichert haben, können wir jetzt eigentlich Testing sehen. Man kann die Vorgänge auch im Detail bearbeiten, wenn man will. Das werde ich jetzt für Testing auch machen. Ich klicke darauf und ich gehe auf die Details
und habe die Möglichkeit, dieses zu bearbeiten. Wir haben ein Baseline-Date. Ich nehme an, mein Baseline sind 10 Tage und das wird auch mein Target-Date sein. Und wir können alle diese Vorgänge zu States oder die Meilensteine zu Gates zuordnen. Und das kann ich zu Testing Gate zuordnen und dann klicke ich auf Speichern. Die Stage Gates oder Stages und Gates vielmehr sind ja Teil, glaube ich, der Ja, Quickstart-Vorkonfiguration, aber können natürlich angepasst werden. wenn man zum Beispiel hier klickt, sieht man eigentlich die Reihenfolge der Stages, die wir den Kunden anpassen werden. Im Standard ist es jetzt Initiation, Initiation Completed, Planning, Planning Completed, Development Testing, Development Completed, Closing und Project Completed. Die kann man aber natürlich anpassen. Und das wird im Rahmen der Quickstart-Workshops ja letztendlich auch dann Ja, besprochen, was für den das Kunden sind immer passt. Teile von den Workshops. Was ich jetzt noch machen werde, ist Ressourcen hinzufügen. Dann wähle ich die erste Variante, den ersten Vorgang aus, Create Project Charter, und ich will jetzt Ressourcen hinzufügen. Wie kann ich das tun? Es gibt zwei Methoden. Erstens kann ich direkt auf diesem Gantt-Chart zu Project Charter Ressourcen hinzufügen. Diese Option gibt es. Also von hier. Aber was ich jetzt machen werde, ist, ich werde zuerst eine Ressourcenanforderung für ein bestimmtes Ressourcentyp senden. Und um das zu machen, gehe ich in mein Projekt, in den Projektvorgang und gehe auf Input. Und hier wähle ich meinen Vorgang. So werde ich jetzt einen Ressourcentyp für meinen Vorgang anfordern. Ich klicke zuerst auf Add und muss zuerst einen Ressourcentyp auswählen. Das ist Projektmanagement, weil ich brauche jemanden aus dem Projektmanagement Department und kann auch die Zeiten als Stunden eintragen. Jetzt mein Vorgang dauert 10 Tage. Das heißt, ich kann 80 Stunden eintragen zu Baseline. Nachdem ich das gespeichert habe, wird die Ressourcenanforderung auch gesendet. Wer Und bekommt typischerweise diese Anforderungen? die Ist es ein Abteilung, PMO? die Abteilung, die für das Projekt zuständig ist, bekommt es. Okay. Und das werde ich auch zeigen. Hier ist die Abteilung eigentlich Projekt Consulting. Und ich gehe auf die Abteilungen. Das sind Units. Und wenn ich darauf gehe und auf Projekt Consulting klicke und bei Projekt Consulting auf Resource Manager, sehe ich dann eine Ressourcenanforderung für mein New Product Development Project. Und das kann ich jetzt suchen, wer wird das passen. Ich schaue mal, wer sind die Ressourcentypen, die dazu passen würden, und wähle Thomas Henkelmann aus. Wir können auch die Belastung sehen, also wie wir hier sehen, ist 0 Stunden, also hat keine anderen Projekte, der Thomas Henkelmann, und wir können auch ihn zu diesem Vorgang auswählen. Das heißt, das berücksichtigt meine Einplanung in anderen Projekten, Ja, meine Abwesenheiten, meinen Kalender, alles, was für mich wichtig ist. wenn du zum Beispiel hier unter andere Projekte hättest, dann würde ich das sehen und vielleicht nicht auswählen, weil dann würdest du überbelastet sein.
Jetzt, wenn ich zurück auf mein Projekt gehe. Das heißt, du hast gerade die Rolle mal kurz gewechselt vom Projektleiter zum Ressourcenverantwortlichen und jetzt Ja, gehen wir jetzt zurück bin zum ich wieder Projektleiter. zum, gehe ich in die Rolle des Projektmanagers. Und dann, wenn ich jetzt hier auf Resources gehe, werde ich auch den Thomas Henkelmann sehen. Wenn ich mich jetzt mit als Thomas Henkelmann, wenn ich das Projekt starte und mich einloggen würde, würden diese Zeiten auch im Timesheet erscheinen. Was ich aber noch machen werde, ich will Kosten eintragen. Das heißt, ich gehe wieder auf Input und wir sehen hier die Kosten jetzt. Und ich will für dieses Create Project Charter Vorgang Kosten eintragen. Ich klicke auf Add und dann wähle ich sagen wir mal Softwarekosten für 1000 Euro. Und ich speichere das. Wichtig ist, dass die Kostenarten und die Ressourcenarten auch in den Workshops mit den Kunden zusammen definiert werden. Das ist auch eine Aufgabe, die im TPG Quick Start Paket enthalten ist. Jetzt habe ich eigentlich die Kosten hinzugefügt, auch die Ressourcen. Das heißt, ich kann eigentlich mein Projekt starten. Ich klicke auf Start und muss meinen Basisplan updaten. Und dann klicke auf Start und mein Projekt ist jetzt gestartet. Es gibt jetzt zwei Methoden, Projekt Fortschritt zu updaten. Die erste Methode ist, man geht direkt in den Vorgang und man klickt auf Progress und hier kann man aktuellen Progress eingeben. Nehmen wir an 90%. Und das kann man nachher speichern. Hier sehen wir noch die Cost-Items und Load, das ist die Arbeit. Das würde eigentlich aus dem kommen, was der Herr Henkelmann, dass der Thomas Henkelmann melden würde von seiner Zeittabelle. Ich werde hier aktuelle Kosten jetzt hinzufügen. Nehmen wir mal 100 Euro und klicken wir auf Add und dann updaten wir das Progress. Von der Quickstart-Konfiguration, die wir wieder mitliefern, wir stellen ja, glaube ich, den Ressourcenpool initial zusammen. Wir legen bestimmte direkte Projektkostenarten fest, Ja. gemeinsam mit dem Kunden. Das heißt, wir füllen das System so, dass man gleich anfangen kann, damit zu planen. Ja, wir machen das und wir außerdem haben wir dann diese vier Ansichten in dem Quick Start Paket enthalten. Bevor ich die Ansichten im Detail zeige, will ich noch hinzufügen, dass es auch möglich ist, mit Board zu arbeiten. Das zeige ich für zum Beispiel für den Vorgang Create Project Plan. Das heißt, man braucht in diesem Falle keine Ressourcen hinzuzufügen, sondern mit einem Kanban-Board werden die Aktivitäten updated. Das heißt, wenn ich auf Board klicke und eine neue Aktivität hinzufüge und Update to Complete auswähle,
Ich füge jetzt Aktivität 1 hinzu und ich speichere es. Jetzt seht ihr, dass eigentlich das 0% ist, aber im Kanban-Board, dann wird sich das ändern und am Ende, wenn es zu Done geht, sieht man, dass dass der Vorgang sich automatisch angepasst hat. Weil Das wenn die heißt, jetzt kann ich Aufgaben. pro Vorgang oder Arbeitspaket entscheiden, ob ich da gerne mit Kanban arbeite oder klassisch Ja. mit einem Wasserfall. Beides geht und das ist die Flexibilität von Orchestra. Jetzt kann ich mehr über die Projektdashboards sagen. Es gibt vier verschiedene Projektdashboards, die im Orchestra enthalten sind. Die erste Ansicht ist die Project Information View und besteht aus drei Teilen. Der erste Teil, Project Information, gibt eine schnelle Auskunft über Projektfortschritt, Projekt-KPIs, Projektabteilung und Projektleiter. Die KPIs sehen wir jetzt nicht, die müssen wir zuerst als Flash-Report definieren. Wie machen wir das? Wir gehen auf Reporting und wir fügen ein Flash-Report hinzu. Diese Schedule Cost und Load werden automatisch berechnet. Das Wetter ist, wie geht es mit dem Projekt und was ist der Trend. Und wir haben auch drei manuelle KPIs, die man für Risk, Issues, Probleme und Ressourcen auswählen kann. Gibt es Probleme bei Risks? Gibt es Probleme bei Issues oder bei Ressourcen? Das habe ich jetzt alles grün ausgewählt und dann kann ich das speichern. Wenn ich das gespeichert habe, wenn ich auf meine Hauptseite gehe, sehe ich dann die KPIs. Das ist sozusagen eine Momentanaufnahme des Projekts. Der zweite Teil, Projektdetails, misst die Projektleistung gegenüber der Projektbasis in Bezug auf Zeitplan und Kosten und vergleicht angeforderte und zugewiesene Ressourcen. Es war ja so, ich hatte 10 Tage angefordert und die 10 Tage habe ich dann bekommen. Der dritte Teil zeigt Risiken und hat einen maßgeschneiderten Risikomatrix für das jeweilige Projekt. Es gibt hier die Möglichkeit, Risiken zu definieren. Ich zeige eins. Ich kann hier ein Risiko einfügen. Und da kann ich auch die Wahrscheinlichkeit und die Stärke auswählen und dann speichern. Nachdem ich das gemacht habe, wird es, den Typ habe ich vergessen, Entschuldigung, natürlich muss der Risiko einen Typ haben, das werden wir auch mit dem Kunden definieren. Und natürlich, falls möglich, einen Deadline. Dann können wir es eigentlich speichern. Ich denke, wir sollten angesichts der Zeit auch daran denken. Klar, wir könnten natürlich sehr viel noch von der Lösung selbst zeigen und der Software. Die hat ja wahnsinnig viele Möglichkeiten bis zum Portfolio und Investments. Aber nochmal zurückspringen und uns um den Orchestra Quickstart-Teil kümmern, damit einfach klar wird, was wir dort tatsächlich liefern. Klar, das ganze Look and Feel, was wir hier sehen, die angepassten Ansichten, die Dashboards, die Auswahllisten, die Kostenarten, das ist ja genau Teil dieser Initialkonfiguration, die wir mit einem Best-Practice-Ansatz hier unterstützen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da jetzt eher nochmal den Schwerpunkt drauf legen sollten, statt Orchestra selbst weiter zu präsentieren. Wäre mein Vorschlag. Ich zeige noch die anderen Ansichten, gerne, die wir haben. Das war die Projektinformation-Ansicht. Dann haben wir eine Ansicht für Schedule Details. Das gibt die obere Zeile des Schedule Details, enthält folgende Informationen: Vergleich zwischen Basisline und Baseline und Ziel und voraussichtlichen Start-Enddatum, Verzögerung und Zusammenfassung des Vorgangsfortschritts
Und der Unterteil zeigt ein schreibgeschütztes Gantt-Chart. Und wir haben noch zwei weitere Ansichten. Kostdetails, das zeigt erstens Ja, wenn jetzt da keine Zahlen drin sind, die angezeigt werden können, hier, kein Problem, dann gehen wir auf eine andere Ansicht. Okay. Okay, jetzt sind die Zahlen da. Zeigt nach aktuellem und Budget Kosten, wie zum Beispiel CapEx und OpEx, das wir definieren werden. Und auch eine kumulative Kostkurve wird auch angezeigt. Letztlich haben wir Projekte Source Details und hier werden die Kosten und die Kapazität nach den Ressourcen angezeigt. Erstens detailliert mit dem Chart und dann auch für die gesamte Ressource. Das waren eigentlich die Das Ansichten, die heißt, wir im Projekt haben. Wir haben uns nicht zu erwähnen ist, nicht zu vergessen ist, dass alles, was der User macht, wird hier angezeigt, kann projektmäßig angezeigt werden und das Gleiche gilt auch für die Historisierung. Die Änderungen werden historisiert. Ja, Thomas? starke Funktion, die ja viele andere PPM-Werkzeuge auch nicht haben und immer gerne nachgefragt werden von unseren Kunden. Wie gesagt, ich würde jetzt von der Tool-Präsentation nochmal zurückgehen zu den Slides, die das Quick-Start-Konzept und die Implementierungsvorgehensweise auch nochmal darlegen, wie schnell und letztendlich auch, ich glaube, wie attraktiv vom Preis her das Ganze gemacht werden kann. Danke für die Demo. Beeindruckend, was man dort alles letztendlich machen kann auf Basis dieser Vorkonfiguration. Danke. Super, vielen Dank, Önner. Dann würde ich an der Stelle auch wieder übernehmen. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal das Implementierungskonzept näher an. So ein Quickstart-Projekt verläuft typischerweise in drei Phasen. Das heißt, wir beginnen mit der Bereitstellung des Basissystems in der ersten Phase. Dann werden Ihre Anwender geschult und in das System eingeführt. Und die dritte und letzte Phase ist dann die Pilotierung des Systems und der Systemausbau. Und diese einzelnen Phasen schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Zu Beginn der ersten Phase erfolgt ein kleiner Projekt-Kickoff mit unserer Projektleitung, um einfach die Verantwortlichkeiten im Projekt zu klären, den Projektablauf nochmal zu besprechen und vor allen Dingen auch die Vorbereitung für den Workshop zu besprechen. Also wen sollten Sie auf Ihrer Seite da alles dabei haben, welche Rollen müssen da dabei sein und was ist auf Ihrer Seite vorzubereiten. Parallel bauen wir Ihr System auch schon auf. Das heißt, wir deployen dieses QuickSat-Basissystem mit der Basiskonfiguration, um das dann später im Rahmen des Konfigurationsworkshops mit Ihnen gemeinsam durchzugehen. Das heißt, wir radeln wirklich durch dieses System mit Ihnen und legen eben diese ganzen individuellen Anpassungen fest. Also beispielsweise Aufbau der Projektplanvorlage, Ihre Ressourcentypen, Ihre Kostentypen, Ihre Business Driver, all das, was eben kunden- und projektspezifisch ist, wird im Rahmen dieses Workshops gemeinsam definiert. Dann können wir auf Basis der Ergebnisse eben genau das System so konfigurieren und Ihnen dann schon wirklich sehr zeitig am Ende dieser ersten Phase Ihr System übergeben. Das heißt, hier hat man wirklich nach 2, vielleicht auch mal 3 Wochen schon ein System, mit dem Sie arbeiten, das Sie kennenlernen können. Liefergegenstände wäre eben das Basissystem. Und da bekommen Sie von uns natürlich auch noch eine Konfigurationsdokumentation und nehmen das Ganze dann ab. Ja, wäre dann die erste Phase auch schon nach so 2 bis 3 Wochen eben abgeschlossen. Und wir gehen in die nächste Phase. Hier werden Ihre Anwender im Rahmen von einem 2-tägigen Grundlagentraining geschult. Das haben wir zu Pandemiezeiten jetzt natürlich immer remote machen müssen. Wenn möglich, ist es natürlich ganz schön, gerade so eine 2-tägige Schulung dann vor Ort zu machen. Hier ist die Teilnehmeranzahl auf 8 Teilnehmer begrenzt, weil wir das Ganze ziemlich interaktiv gestalten, auch mit Übungsaufgaben. Und auch den Teilnehmern die Möglichkeit geben wollen, Fragen zu stellen. Das heißt,
8 Teilnehmer. Wenn Sie sagen, Sie haben natürlich viel mehr User, die geschult werden müssen, dann können Sie sich überlegen, ob Sie die dann selbst mit unseren Schulungsunterlagen intern selbst schulen oder aber, dass man außerhalb jetzt dieses Kontingentes sagt, dass die TPG noch weitere Schulungen für Sie gibt. Und dann ganz wichtig ist auch ein Administratorentraining. Das ist so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, dass wir Ihre Admins dann in die Lage versetzen, das System später selbst zu verwalten und dann auch bestimmte Anpassungen dann selbstständig durchführen zu können. Sie erhalten dann, wie gesagt, von uns die Trainingsunterlagen, um eben intern weiterschulen zu können oder aber auch das dann an uns zu übergeben. Dann geht auch schon die dritte Phase los. Das ist dann die letzte Projektphase. Hier lernen Sie dann das System besser kennen, arbeiten damit und wir führen dann regelmäßige Abstimmungen zwischen Ihren und unseren Projektteams durch, um zum einen natürlich Ihre Fragen zu beantworten, andererseits aber auch vielleicht zusätzliche Anforderungen aufzunehmen. Also hier ist es auch so, der Appetit kommt mit dem Essen. Das heißt, wenn Sie mit dem System arbeiten, sehen Sie vielleicht, ach, hier hätten wir gerne noch eine Formularanpassung oder einen weiteren Bericht. Also dadurch, dass Sie dann das System pilotieren, damit arbeiten, kann es eben sein, dass sich dann noch Anpassungsbedarf ergibt. Und genau hierfür haben wir eigentlich noch dieses kleine Consulting-Kontingent mit dabei, um entweder dann einen Teil dieser Anforderungen gleich schon umsetzen zu können, aber auch Sie individuell zu coachen und Sie vielleicht dabei zu unterstützen, noch Altdaten ins System zu übernehmen. Dann typischerweise so nach 6 bis 8 Wochen sollte diese Phase dann auch mal enden, und zwar mit einem gemeinsamen Projektabschlussmeeting, bei dem wir das Projekt nochmal Revue passieren lassen und den weiteren Einsatz in Ihrem Unternehmen besprechen. Sollen beispielsweise weitere Unternehmensbereiche ongeboardet werden oder gibt es funktional weitere Ausbaustufen? Haben Sie vielleicht ein ERP-System, das Sie mittelfristig anbinden bzw. integrieren wollen? Also das sind alles Themen, die man dann in so einem gemeinsamen Projektabschlussmeeting bespricht und die wir dann auch in so einem Projektabschlussdokument für Sie zusammenfassen und da dann auch gerne nochmal so eine kleine Handlungsempfehlung und einen Ausblick geben. Am Ende wird natürlich nochmal die Systemdokumentation auf den letzten Stand gebracht und damit kann man sagen, dass so ein Quickstart-Projekt dann auch initial erstmal beendet ist. Und jetzt vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, für wen sich diese Lösung eignet oder dieser Ansatz. Also grundsätzlich kann man sagen, für Unternehmen, die auf der Suche nach einer Lösung für die zentrale und einheitliche Verwaltung ihrer Projekte und Portfolios sind, die hierbei schnelle Ergebnisse erzielen wollen und eine kurze Implementierungszeit erreichen wollen. Also wenn Sie jetzt keine 100 Seiten Lastenheft haben, die sofort umgesetzt werden müssen, sondern Sie sagen, Sie wollen erstmal mit einem Basissystem starten und hier auch schnell was zum Anfassen und zum Arbeiten zu haben, dann ist dieser Quickstart-Ansatz schon sehr gut. Und vor allen Dingen klar, wenn Sie sagen, es gibt hier ein sehr festgelegtes Budget und man hat auch wirklich kein Interesse daran, das zu überschreiten und möchte hier sein Projektrisiko gering halten, da ist natürlich dieser Festpreis schon sehr reizvoll. Dann ist es so, dass grundsätzlich das System stufenweise nach Bedarf ausgebaut werden kann. Also funktional ist in diesem Paket ja schon sehr viel enthalten, aber es kann natürlich immer sein, dass man da weiter wachsen möchte, auch mit dem Projektmanagement-Reifegrad des Unternehmens, dass da nach und nach vielleicht noch andere Funktionalitäten genutzt werden sollen. Und das lässt das System zu, also das kann beliebig weiter wachsen. Diese Gründe sind jetzt natürlich alle erstmal sehr pauschal. Also um wirklich zu bestimmen, ob der Ansatz dann für Ihr Unternehmen der richtige ist, machen wir es in der Regel so, dass wir dann im Vertriebsprozess Ihre Anforderungen ganz genau anschauen, die mit dem Quickstart-Inhalt abgleichen und dann gemeinsam definieren, ob das das richtige Vorgehen für Ihr Unternehmen ist. Und zu guter Letzt, nachdem wir jetzt ungefähr 5-mal das Wort Festpreis gehört haben, werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Kosten. Grundsätzlich setzt sich der Quickstart-Preis aus einer Dienstleistungs- und einer Lizenzkomponente zusammen. Das Dienstleistungskontingent kommt zum Einmalpreis von 25.500 Euro. Da jetzt aber wir uns so bei der TPG über den Sommer freuen und die Sonne so schön heute scheint und Sie uns trotz der 35 Grad heute Ihre Aufmerksamkeit schenken, wollen wir Ihnen, den Teilnehmern des Webinars, einen kleinen Sommerrabatt geben. So klein ist er eigentlich gar nicht. Und wenn wir jetzt sagen, wenn Sie kurzfristig oder bald auch mit so einem Projekt beginnen möchten
und wir den Vertriebsprozess bis Ende August abschließen können, nur Vertrieb, nicht das eigentliche Projekt, dann würden wir Ihnen hier als Teilnehmer heute auch einen Rabatt gewähren können und einen reduzierten Preis von 19.900 anbieten können. Dann das andere Thema, die Lizenzkomponente. Da ist es so, dass bei Orchestra bestimmte Rollen bzw. Anwenderprofile unterschieden werden. Das ist einmal der Contributor, typischerweise Projektleiter oder eine Führungskraft. Dann die Kollaboratoren, also die Teammitglieder und die Administratorenrolle. Und dann gibt es noch die Rolle des Auditors. Das sind Personen, die nicht editieren und einen rein lesenden Zugriff brauchen. Für diese Rollen ist jeweilig ein anderer Preis hinterlegt. Da ist es so, dass in Abhängigkeit der Anzahl und der Rolle dann verschiedene Rabattstaffeln greifen, damit Sie aber so einen Daumenwert haben. Also der monatliche Mindestumsatz liegt bei 1250 Euro. Das ist einfach, um wirklich die Infrastruktur sozusagen auch bereitstellen zu können. Jetzt würde ich Sie nur bitten, wenn Sie jetzt 500 User haben, das nicht linear hochzurechnen und mal 10 zu nehmen, weil es, wie gesagt, am Ende des Tages von den Rollen und dem Mengengerüst abhängt. Das heißt, hier können wir Ihnen sehr gerne einen individuellen Preis kalkulieren lassen, weil je mehr User, desto günstiger sozusagen der Preis pro User pro Monat. Das heißt, das können wir gerne in Absprache mit Planisware dann für Sie kalkulieren. Das heißt, da ist so ein typischer Mix drin von Projektleitern zu Mitarbeitern, 1 zu 10 zu Führungskräften, vielleicht auch nochmal angenommen, der zu diesem gemischten Preis führt. Ganz genau. Das ist jetzt einfach mal eine Annahme anhand von einer typischen Verteilung. Da sind auch einige nur mit einem lesenden Zugriff drin. Aber wie gesagt, da 50 sozusagen die Mindestanzahl eigentlich auch an Usern ist, die typischerweise auf so einem System sind, wäre es falsch, es linear hochzurechnen, da es eher günstiger wird durch die Rabatte, die dann greifen. Genau, was noch wichtig ist zu wissen, also es ist, wie gesagt, ein Abonnement- bzw. Subscription-Modell und der Lizenzvertrag wird dann auch direkt mit Planisware geschlossen. Und wäre ich eigentlich mit den Themen auch schon am Ende? Thomas, möchtest du noch was ergänzen? Nein, also das Konzept ist ja nicht ganz neu für uns. Wir haben ja diese Quickstart-Herangehensweise tatsächlich für andere Produkte vor einigen Jahren uns ausgedacht und damit sehr erfolgreich unterwegs. Aus zwei Gründen, sicher die Geschwindigkeit und die Verlässlichkeit der Ergebnisse, weil wir einfach wirklich wissen nach Kochbuch, was getan werden muss, um die Software zu konfigurieren, zu schulen und dann hinterher auch zu betreuen. Also da gibt es wirklich null Risiko aus unserer Sicht. Wir haben das inzwischen so knappe 100 Mal verkauft für verschiedene andere Produkte und setzen natürlich hier genauso darauf, dass es eine Wiederholbarkeit und eben eine Festpreis- und vor allem auch Festterminaussage gibt zum Einführungskonzept. Klar, der Lizenzumsatz ist immer individuell pro Kunde zu sehen, aber ich glaube, die große Unwägbarkeit, wie viele Tage müssen die denn da reinstecken, bis das läuft, die nehmen wir natürlich komplett raus.